Nachhaltigkeit für mich bedeutet zum einen kurze Wege und regionale Partner. Alle Tiere sind hier vor Ort, aber auch der Weg zum Metzger, der 20 Kilometer weg ist von hier, ist relativ kurz. Somit haben wir kurze Transportwege beim Schlachten, aber auch wieder kurze Transportwege zurück zur Direktvermarktung. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass das ein Nachwirken hat, auch für die weitere Generation. Hallo, wir sind Franziska und Simon Geis von der Geischen Mühle aus Bad Orb. Wir sind ein konventioneller Mutterkuhhaltungsbetrieb mit angegliederter Schweinemast. Bei uns auf dem Betrieb leben zwei Rinderrassen. Einmal die Dexter-Rinder mit dem Schwerpunkt Naturschutz und einmal Limousin. Auf dem Betrieb gibt es weiterhin noch im Schnitt 16 Mastschweine. Wir bewirtschaften 70 Hektar, davon sind 8 Hektar Ackerbau, die wir teilweise in regenerative Landwirtschaft bewirtschaften. Wir haben unsere Dexter-Rinder ganzjährig auf der Weide. Die einfache Kuh, die Gras frisst, lässt auch Kuhfladen fallen. Die Fliegen und Insekten legen ihre Eier in den noch warmen Kuhfladen und somit entsteht binnen 24 Stunden schon wieder neues Leben. Aus dieser einen Tonne Kuhfladen können sich 100 Kilo tierischen Eiweiß ergeben. Somit kann man 3 Störche oder 30 Stare mit einer Kuh ernähren. Und somit ergibt sich ein Kreislauf. Wir arbeiten auch sehr viel mit Zwischenfrüchten und Untersaat bei unseren Leguminosen und haben so die optimale Versorgung aller Bakterien und eine gute Durchwurzelung unserer Böden, was uns hinterher wieder bei der Bodenbearbeitung zugutekommt. Wir bieten bei unserem Betrieb Planwagenfahrten an, um einfach allen die Möglichkeit zu geben, das Thema Landwirtschaft mal zu erleben. Die Fahrt bei uns dauert circa 2 Stunden und wir zeigen alle Bereiche, die unser Betrieb abdeckt, von der Naturschutzarbeit über den Ackerbau, Grünland, einfach mal zu zeigen, was es heißt, Mutterkühe oder auch Schweine zu halten. Zusätzlich zu den Planwagenfahrten bieten wir auch Bauernhofpädagogik an für die Kindergärten und Schulklassen, aber auch für Kindergeburtstage. Außerdem können bei uns auch Wanderungen gebucht werden, die durch das Haseltal führen. Wir sind Teilnehmer bei dem Projekt 100 nachhaltige Bauernhöfe in Hessen, weil wir uns einfach mit den anderen vernetzen möchten, aber auch unser Wissen, was wir haben, anderen mitteilen möchten. Dass man gemeinsam einfach weitergehen kann und schauen kann, was braucht die Landwirtschaft noch, um noch nachhaltiger zu werden. Am Ende haben alle was davon. Hier im Haseltal ist sehr viel Tourismus und hier können sich auch sehr viele Leute an den Tieren erfreuen. Gibt uns auch immer das Feedback und dass auch der Anblick dieser Naturschutzarbeit ein sehr schönes Bild ist.